Hallo, du möchtest gern dänisches Fernsehen in Deutschland empfangen? Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, wie du dänische Fernsehsendungen online streamen kannst. Und als allererstes schauen wir mal bei den dänischen Fernsehsendern. Ich muss zugeben, ich spreche kein Dänisch, aber ich glaube, das ist meistens selbsterklärend, wenn ich hier bei DR1 schaue und hier das Live-Fernsehen schauen möchte, dann gibt es da ein Problem. The media could not be loaded, either because of server, bla bla bla, irgendein Fehler. Die sagen nicht mal, woran es genau liegt. Ich muss sagen, TV2 scheint alles verfügbar zu sein. Wahrscheinlich ist TV2 Play ein größeres Problem, aber da sollte dann hier diese Lösung auch funktionieren. Aber hier kann ich das Live-Fernsehen einfach so abrufen. Hier sieht man gerade was. Also von daher. Und bei Dplay, ich glaube das Kanal 5, da habe ich jetzt hier mal was ausgesucht. Das versuche ich jetzt mal abzuspielen und jetzt kriege ich hier eine Fehlermeldung. Ich werde jetzt nicht versuchen, das vorzulesen, aber vielleicht verstehst du das ja. Und hier bei TV3, ja, also ganz verstehe ich das nicht. Also bei Viafree, es gibt, und dann Viaplay, da gibt es Unterschiede. Ich bin mal zu Viafree gegangen und dann habe ich einfach mal versucht, hier The Late Night Show anzuschauen und es funktioniert nicht. Video not available in your country. So. Die sagen wenigstens, woran das liegt. Und zwar, das nennt sich Geoblocking, eine Form der Internetzensur. Besonders oft bei halt Medien, bei TV-Serien und Filmen benutzt, weil diese Rechte meist halt noch ganz antiquiert nach Ländergrenzen verkauft werden, nicht nach Sprachen oder sonstigen Kriterien. Und deshalb wirst du dann geblockt, weil die Webseiten von den Fernsehsendern bzw. jede Website kann ganz genau sehen, wo genau du bist. Und dementsprechend kann sie sagen so, nein, du bist nicht in Dänemark oder du bist jetzt in Deutschland in dem und dem Ort und da darfst du das nicht sehen. Und übrigens, dein Internetanbieter sieht ja alles, auch wenn du private Browserfenster öffnest oder so, dann die sehen alles und speichern alles, also jede Schmuddelseite, die du besuchst oder ja, egal ob die legal oder illegal ist, dein Internetanbieter sieht alles und speichert auch alles, was ich ein bisschen beunruhigend finde, dass dann da jeder was sehen kann. Die Lösung ist, einfach ein privates Netzwerk zu nutzen. Am einfachsten ist es, ein virtuelles privates Netzwerk zu nutzen. Du könntest dir natürlich auch in Dänemark einen Internetzugang holen und dann ein langes Kabel bis dahin verlegen von deinem Computer aus. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Einfacher ist es mit einem virtuellen privaten Netzwerk. Und ich habe da einige Anbieter unten in der Videobeschreibung. Einfach runterscrollen und dann auf mehr ansehen klicken. Ich werde die Liste regelmäßig aktualisieren. Ich persönlich benutze ExpressVPN, deshalb habe ich da das als erstes. Kannst du dann da draufklicken und dir das Ganze anschauen. Hier nur ein kurzer Überblick. Das gibt es halt für alle gängigen Betriebssysteme, auch fürs iPhone und für Samsung und Android-Telefone, Linux. Selbst du kannst es auch auf deinen WLAN-Router installieren, wenn du dauerhaft jetzt in Dänemark surfen möchtest, oder du kannst das einfach als Plugin in deinen Browser reinmachen, aber auch auf PlayStation, Xbox, Apple, TV und so weiter und so fort funktioniert das. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe einfach mal zu ExpressVPN. Also hier, ich habe diese Software installiert auf meinem PC in diesem Fall, aber wie gesagt, gibt es auch für alle anderen Geräte. Und dann kann ich mir aussuchen, in welchem Land ich ins Internet eingewählt werden möchte. Momentan, wie man hier sieht, bin ich gerade in Deutschland eingeloggt. Und ja, das macht auch Sinn, selbst wenn ich in Deutschland bin, mich in Deutschland hier einzuloggen, weil
Der Vorteil von ExpressVPN ist halt, dass dann auch meine komplette Internetverbindung komplett verschlüsselt ist, sodass mein Internetanbieter nicht sehen kann, was ich im Internet mache, auf welche Seiten ich gehe, welche Videos ich anschaue, und kann diese Daten dann auch nicht speichern. Es gibt ja auch einige Länder, wo dann erlaubt ist, dass die Internetanbieter dann diese Daten sogar verkaufen. Und wie gesagt, hier kann man, kann ich aber wählen. Jetzt möchte ich, vielleicht möchte ich englisches Fernsehen schauen oder niederländisches Fernsehen. Oder halt amerikanische Serien direkt in den USA schauen oder kanadische Serien, wie auch immer. Egal, welches Fernsehen du schauen möchtest, kannst du das dann auswählen. Aber jetzt möchten wir ja dänisches Fernsehen schauen. Und jetzt fragt er mich, ob er neu verbinden soll. Dann sage ich ja. Und jetzt wird quasi meine Verbindung neu aufgebaut mit dem dänischen Server. In Dänemark gibt es leider nur einen, aber das sollte reichen, um das dänische Fernsehen zu schauen. Und übrigens, das funktioniert auch mit Netflix. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob da was Spezielles bei Netflix in Dänemark ist, aber du kannst dann auch dich zum Beispiel in USA ins Internet einwählen und dann das amerikanische Netflix nutzen, was viele Leute gern machen. So, jetzt bin ich quasi in Dänemark im Internet und jetzt lade ich diese Seite neu. Und was passiert? Keine Fehlermeldung mehr. Ah, welche Überraschung. Hier, das hat vorher ja auch schon funktioniert bei TV2. Hier, Dplay. Da hatten wir hier das Problem. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Und jetzt sehen wir, naja, sehen wir erstmal Werbung. So, und jetzt können wir das Programm genießen. So, allzu viel darf ich jetzt leider nicht zeigen, sonst kriege ich Ärger mit dem Urheberrecht bei YouTube. Hier, wie gesagt, TV3, da war ich ja auch bei Via Free DK. Hier laden wir die Seite auch einfach nochmal neu. Wir wollten ja hier einfach die Late-Night-Show gucken und wie wir sehen, können wir jetzt hier auch erstmal die Werbung schauen. So, und jetzt können wir die Late-Night-Show sehen. Wunderbar. So, also wie gesagt, gute Anbieter für VPNs, wo man sich dann in viele Länder einloggen kann, unten in der Beschreibung. Wenn du es über Mobiltelefon schaust, einfach den Pfeil runterklicken. Was sind die anderen Vorteile von einem virtuellen privaten Netzwerk, außer dass man halt Geoblocking weltweit umgehen kann? Zum einen ist man dann halt anonym, sicher wirklich im Internet. Also in Deutschland gerade gibt es ja viele Abmahnanwälte, die dann diverse Internetnutzer abgemahnt haben, beziehungsweise dann eben hohe Rechnungen geschickt haben. Das passiert halt nicht, wenn man ein VPN benutzt. Also falls man doch zufällig mal einen Fehler macht und dann auf eine Seite geht, die dann irgendwie doch irgendwie nicht so gut war oder illegal war laut deutschem Recht, dann hat man da auch kein Problem. Nicht, dass ich sagen würde, dass du das machen solltest, aber man ist dann halt anonym im Internet. Besonders wenn du noch ein privates Browserfenster benutzt. Das private Browserfenster bedeutet ja nicht, dass dein Internetanbieter nicht sehen kann, was über deine Internetleitung so geht. Aber wenn die ganzen Sachen verschlüsselt sind, dann wird da nichts mehr gesehen. Und wenn man kostenlose Wi-Fi-Hotspots benutzt, ist das auch sicherer, wenn man ein VPN benutzt. Da werden dann keine Daten gespeichert und im Fall von ExpressVPN, die sind auf den British Virgin Islands, da werden dann auch keine Daten ausgeliefert. Also einfache Installation auf allen Geräten, dazu habe ich ja schon was gesagt. Also ist bei ExpressVPN zumindest super easy. Deshalb finde ich den Anbieter auch mit am besten, weil ich da irgendwie bei keinem Gerät groß Probleme hatte. VPN-Nutzung mit mehreren Geräten gleichzeitig. Also wie gesagt, ich benutze mein VPN oft mit meinem Laptop, Tablet und Telefon gleichzeitig und das funktioniert alles wunderbar. Ein kleines Problem, was auftaucht, wenn du dich dann plötzlich woanders ins Internet einwählst,
Und dann eben auch komplett anonym. Dann wird natürlich Google, Facebook und Co. Werden da hellhörig und fragen dich danach so, hey, stimmt das, dass du jetzt gerade in Dänemark bist oder wenn du dich in den USA zum Beispiel einloggst, stimmt das, dass du jetzt gerade versuchst, dich aus den USA in Google einzuloggen, weil wir dachten, du bist ja in Deutschland. Und also keine Panik, einfach nur sagen, ja, das ist alles okay und dann die Verifizierung machen und dann passt das schon. Also mir ist das am Anfang passiert, wo ich angefangen habe, VPNs zu benutzen und dachte erstmal, sonst was ist los, aber ist alles ganz normal irgendwie, wenn man bedenkt, dass man sich dann halt von wo ganz anders aus im Internet befindet und auch sonst keine weiteren Daten mitschickt, die dann Google, Facebook und Co. auch auslesen normalerweise. Jeder möchte natürlich etwas Kostenloses im Internet, aber wie du dir schon denken kannst, ein Internetzugang kostet natürlich Geld und Internetzugänge in ganz vielen Ländern bereitzustellen, kostet natürlich auch einiges und auch Software zu programmieren, irgendwie die super einfach zu benutzen ist, das kostet auch, die up-to-date zu halten, kostet auch und wenn dann jemand was Kostenloses anbietet, dann würde ich mich fragen, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Wenn dir jemand ein kostenloses Auto schenken möchte, dann ja, fragst du dich auch, was da los ist. Einfach mal googeln, Gefahren von kostenlosen VPNs oder Nachteile. Und da gibt es halt sehr viele. Meistens wird man mindestens mit Spam zubombardiert. Die sind sehr langsam, was dann halt beim Online-Streaming sehr lästig ist, wenn du dann da halt dein dänisches Fernsehen schauen möchtest und das hakt dauernd. Und im schlimmsten Fall kannst du dann gehackt werden, weil diese VPNs meistens nicht so sicher sind und auch nicht immer verschlüsselt. Und in einigen Fällen benutzt dann dieses kostenlose VPN deinen Internetzugang und gibt dann halt deinen Internetzugang an andere Leute frei. Und ja, wenn die dann irgendwas Illegales machen, dann führt die Spur erstmal zu dir. Wie gesagt, bei guten VPNs, die haben das Geld, um schnelle Server zu kaufen in ganz vielen Ländern, haben super programmierte Apps, die super einfach zu benutzen sind und zu installieren. Also wie gesagt, geh einfach, egal wofür du jetzt den VPN haben möchtest, such einfach zum Beispiel nach ExpressVPN im App Store und da findest du das. Aber um das zu benutzen, musst du halt erstmal hier den Link benutzen und einen Freischaltcode bekommen. So. Sonstige Vorteile, es funktioniert bei Netflix und Premium-Diensten, was halt ganz gut ist. Und es gibt eine gute Verschlüsselung und es gibt einen Kundendienst, falls es doch mal Probleme geben sollte. So, jetzt weißt du zumindest, wie du wieder dänisches Fernsehen und TV-Serien und Sendungen im Internet schauen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls das so ist, dann hinterlass bitte ein Like und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim dänischen Fernsehen empfangen.